Allererst, ich denke, der Olaf ist der passendste Partner, was den Hannes Löhr angeht. Und ganz einfach deswegen, er war dein erster Trainer. Kannst du vielleicht uns ein paar Sachen über Hannes erzählen? Wie bleibt er für dich in Erinnerung? Ja, also ich habe natürlich noch viele schöne Erinnerungen an den Hannes. Ich kann mich noch sehr gut erinnern, mit 17 war er bei mir zu Hause mit Christoph Daum zusammen und hat mich dann zum ersten FC Köln geholt. Und habe dann auch mein erstes Profijahr unter ihm als Trainer arbeiten dürfen. Ja, ich denke, viele Menschen kennen ihn. Er war sicherlich ein ganz besonderer Mensch. Wenn es vielleicht mal 100 Mal was auf die Ohren gab für die Spieler, hat er die Jungs 99 Mal eher in den Arm genommen. Ganz liebenswürdiger Mensch, der als Spieler unheimlich viel erreicht hat, zu höheren Berufen war, als Bundesliga-Trainer gearbeitet hat, als Bundesliga-Manager und auch lange Jahre beim DFB. Und ja, was hat er sich darauf eingebildet? Der Hannes? Gar nichts. Der ist bodenständig gewesen. Man konnte mit ihm immer reden, er hat immer einen Scherz auf den Lippen gehabt. Er hat nur eins gehabt, das war, er hat einfach dieses Spiel geliebt. Das hat er uns Spielern immer rübergebracht. Ich kann mich auch noch gut daran erinnern, sonntags nach dem Spiel, beim Training, hat er immer noch selber mitgespielt, der Hannes. Und ja, er hat mein Fußballleben auf jeden Fall elementar geprägt, weil er mein erster Trainer war und ich war Stürmer gewesen und er hat mich zum Mittelfeldspieler umfunktioniert und habe viel von ihm gelernt, aber wie gesagt, das ganz Besondere beim Hannes war einfach der Typ, Hannes Löhr als Mensch und so bleibt er auch bei mir in Erinnerung. Okay, vielen Dank dafür. Ja, der Carsten Baumann hat jetzt ihn nicht als Trainer mehr gehabt, das ist, glaube ich, dann hat sich kurzfristig überschnitten, wie auch immer. Trotzdem gibt es noch ein paar gemeinsame Verbindungen. Ja, ich hatte... das Mikro? Ja. Ich hatte ihn als Trainer in der U21, allerdings auch nur für ein paar Spiele und ich kann nur bestätigen, das, was der Olaf gesagt hat. Er hat einmal natürlich als Spieler und als Trainer eine einzigartige Karriere hingelegt. Da wäre ich froh, wenn ich einen Teil davon irgendwann mal hinlegen könnte. Und was mir in Erinnerung bleibt, das waren die letzten Jahre. Wir haben zusammen bei den Altinternationalen gespielt und das war immer eine schöne Zeit und er hatte wirklich immer das, was er gesagt hat, hat er an dem Fuß, aber auch meistens auch mit einem Augenzwinkern und er ist in die Jahre gekommen, konnte nicht mehr so spielen, wie du ihn vielleicht noch in Erinnerung hast und es wurde halt auch mal weniger, aber er war immer dabei bei jedem Spiel und hat gespielt und ich weiß noch, Bulle Weber wollte ihm dann, glaube ich, seit 10 Jahren, wollte ihn zum Rücktritt bewegen von der aktiven Karriere. Und das hat er nicht geschafft. Siehst du mal, also man hat sich immer noch durchgesetzt. Und ja, Thomas, wir haben ja das die Ehre, muss man sagen, gehabt, jetzt mehrfach hier beim Stammtisch zu erleben. Und vor 4 Wochen war er noch bei uns, aber du hast ihn natürlich auch anders erlebt. Vielleicht noch ein paar Worte zu dir, von dir. Ja, klar, also hier haben wir ja einige Berührungspunkte gehabt. Er war ja auch bei uns häufiger zu Gast bei Sky. Ich glaube, bei mir war 3-mal als Gast. Und ja, was ich immer total geschätzt habe, wenn man allein diese Vita liest, ich war noch ein kleiner Panz, also eine richtig große Zeit hatte, aber wenn man sich auch die großen Spiele mal auf Video oder DVD angeschaut hat, wer in Mexiko, wo er dann auch Stammspieler gewesen ist, ne? Das spricht alles für sich und ja, auch das haben wir schon mal manchmal hier gesagt, jüngere Generationen, die vielleicht teilweise auch ein bisschen zu sehr verwöhnt sind, da hat er natürlich auch mal den einen oder anderen kritischen Satz gefunden, aber er war, man kann es einfach nur zusammenfassen, was ich heute mehrmals gelesen habe, er war ein überragender Fußballer, aber noch ein faszinierenderer Mensch. Und ich würde sagen, damit ist vieles, vieles gesagt und ich war echt richtig geschockt, als ich das heute gehört habe, vor 4 Wochen, wir haben ja länger noch zusammengesessen und war auch das, was Olaf und Carsten gesagt haben, fasziniert, wie er sich immer noch in dieses Spiel, im Gespräch auch reinbeißen konnte, also schon was ganz Besonderes, nicht nur für den Kölner Fußball, auch für den ganzen deutschen Fußball. So haben sich ja auch heute dann Jogi Löw und auch Jürgen Klinsmann geäußert, die ja beide große Berührungspunkte mit ihm hatten. Klinsmann ist ja mit ihm, hat er die Bronzemedaille geholt, das darf man ja auch nicht vergessen, hat die einzige Olympiamedaille, die eine deutsche Fußballmannschaft jemals erreicht hat, hat Hannes Löhr als Trainer zu verantworten. Okay, ich denke,